Was machst du? Code des Captains. Wenn die Landung beginnt, Captain, bringt diese Codeschriftrolle zur zentralen Kontrollkammer und sprecht Aktivierungsschlüssel Krück. Kirk! Wenn ihr dazu aufgefordert werdet, Krieg. Alle ranghöheren Offiziere müssen ihre Schriftrollen und Schlüssel präsentieren, um den Weg zu öffnen. Ihr Schlüssel ist der letzte der Sequenz. So, jetzt brauche ich was zu schreiben. So. Also, sagen wir mal x, x plus 1, x plus 2, x plus 3. Sagen wir mal, bei x plus 3 ist Kapitän. Und das Codewort ist Krieg. Und ich nehme jetzt an, x plus 2 ist der Sensoroffizier, x plus 1 ist der Techniker und eventuell gibt es noch x oder auch nicht. Das müssen wir dann gucken. Sehr schön. Flammentür. Wir haben einen Schlüssel für die Flammentür bekommen. Trotzdem gucke ich nochmal ganz kurz, was hier ist. Bei diesem Pfeilding. Eine Abkürzung. Okay. Ja, echt nur eine Abkürzung. Hier ist nichts, hier ist nichts. Schön. Das heißt, wir können. Wie kommt ihr da oben eigentlich hin, Wappner? Das machen wir jetzt ganz, ganz hinterhältig. Ist ja nicht so, dass wir gar keine Zauberpunkte oder so hätten, aber das gönne ich mir. So, hier ungefähr, hm? Geronimo! Jungs, wir wollten runterrutschen. Ihr sollt uns nicht auffangen. Habt ihr was dabei außer Gold? Nö. Wo sind wir? Oh. Wir jetzt? Außer gleich tot. Schnell, 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 schnell. Tötet den Blauen, der ist schwach. Lauf einfach um dein Leben. So, lauf, 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 lauf. Du. Genau, lauf einfach erstmal weg. Dieses Pyramidending müsste ja groß genug sein, dass wir hier schlafen können. Richtig, schlafen, schlafen, keine Unterbrechung. Du nicht Tag des Schutzes, sondern Stunde der Kraft. Du Tag des Schutzes. Machen wir das Spiel einfach gleich nochmal. Aber es ist schon komisch. Also ich weiß jetzt nicht, ob wir dadurch irgendwas abkürzen und irgendwo hinkommen, wo wir eigentlich gar nicht hin sollten. Aber ich finde es gemein, dass sie auf uns schießen. So, 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 so. Alle, hopp. Und gut. Ja, mit Zauberpunkten definitiv einfacher. Mit Fallen suchen, nee. Okay. Ich glaube, wir sind jetzt schon. Oh. Gin-Lampe. Ich glaube, wir sind jetzt schon hinter der roten Tür. Wo wir gerade die Schlüssel für bekommen haben. Das sind. Oh, ja, doch ein paar mehr. Du. Heil uns doch mal vorher. Weg, weg, weg. Wo sind die schon wieder alle hin? Die Djinns sind echt voll wuselig. Was mit? Na, so viele. Zauberpunkte. Ja, wir gehen schon und wir gehen in die falsche Richtung, richtig? Jo, falsche Richtung. Au, 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 au. Wo kommen wir her? Wo wollen wir hin? Da kommen wir her. Britzel, Britzel, explodier. Hier kommen wir auch nicht hinein. Du.
Ja, bringen wir uns bitte dahin. Haben wir vielleicht schon einen Stufenaufstieg? Ja, haben wir. Dann bringen wir uns doch bitte ganz woanders hin. Nämlich dahin. Willst du eine weitere gute Arbeit? Und kein Gold. Ich weiß es nicht. So, gehen wir halt kurz für 2 Wochen trainieren Repariert. und machen dann da Repariert. weiter. Repariert. Repariert. Dann kannst du auch mal das Löwenherz in die Hand nehmen. Dafür das da wegmachen. Ich weiß nicht. Oh. Charisma plus 12. Nee, weg. Oh. Plus 10 Ausdauer und Geschick bei 19 Rüstungen. Nö, kann auch weg. Verkaufst du ein bisschen Kram. Bis demnächst. So. Oh. Das weg. Oh. Das weg. Sie sagt ihm bei allem jetzt O. Oh, das ist dezent verstörend. Ah. Okay, das war ein A. Aha. Yeah, ich hab's verstanden. Tada, du kannst ganz toll rumbocken. Das und... Ich weiß nicht. Die sollten wir auch demnächst benutzen. Oh. Braucht irgendjemand noch einen tollen Umhang? Ist okay. Ist okay, aber nicht berauschend. Ist okay. Nö, er kann auch weg. Er kann weg. Und du brauchst wieder Platz. Okay. Die feinsten Rüstungen im Land. Raus, 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 raus. Bis demnächst. Die Sachen mal identifizieren. Oh. 10 und 3d6 plus 10. Müsste besser sein. Ja, müsste besser sein. Weg. Ah. Weg. Oh. Weg. Ah. Weg. Aha. Absoluter Rotz. Weg. Aber es ist echt beeindruckend, wie schnell wir unser Gold verlieren können. Feinsten Waffen im Land. Weg, weg. Weg, 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 weg. Weg, weg. Jetzt schaffen wir es ganz knapp, dass wir uns den Stufenaufstieg leisten können für Lay. Und das war nur einer. Verstärkte Wirkung aller Wasserzauber. Warum hast du die nicht an? Geschick plus 11. Ja, komm. Kann weg. Da, anziehen. Gerogon benutzt jetzt mal so ein Deck. 3 Elektroresistenz permanent. Ich glaube, das gebe ich mal allen. Einmal. Auch wenn es vielleicht bessere Sachen gibt. Das haben wir wenigstens schon mal ein paar benutzt und es war für was Sinnvolles. Was mit den Djinn-Lampen? Davon haben wir noch nicht genug, um da wirklich was mit zu testen. Gongs können wir verkaufen, aber die bringen auch nicht so viel. Ah. Tote auch erwecken wollten wir behalten. Rest kann weg zum Gemischtwarenhändler, würde ich schon fast sagen. Regeneriert TP mit der Zeit. Ja, praktisch. Das kommt weg. Das kommt weg. So, Waffen. Du bist nicht Löwen. Doch, du bist Löwenherz. Schwert des Verderbens. Aber es ist nicht das andere Löwenherz. Es gibt ganz schön viele Löwenherzschwerter, ne? Na gut, weg, weg, weg. Du hast immer noch das gute Löwenherz, richtig? Genau, entzieht TP und höhere Waffengeschwindigkeit. Sehr gut. Zauberzeug. Weg, 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 weg. Wir suchen immer noch. Regeneriere ZP mit der Zeit. Wir suchen noch gute Handschuhe für Girogon eigentlich. 10 auf Ausdauer, Rüstung und Trefferpunkte. Der ist gekauft. Danke. Den kriegt. Doch, Ausdauer plus 10. So, braucht Girogon noch einen Ring? Rüstungsklasse plus 8 ist mau. 3 Punkte plus 16? 3 Punkte plus 11. Extrem Micromanaging. Ausdauer plus 10 weg. Wollten wir behalten. Gut, den einen Stufenaufstieg noch und dann können wir wieder zurück. Willst du eine weitere gute Arbeit? So. Und dann nimmst du. Du hast 36 Punkte.
Dann nimmst du... Meditation zweimal. Du hast schon 18 Meditationen, was zur Hölle? Nimmst einmal Schatten. Du nimmst Luft für mehr Implosionsschaden. Wasser für bessere Verzauberung im Idealfall. Und steigert zweimal Schwert. So, du Fackellicht, du Tag der Götter. Du bringst uns jetzt schon mal zurück zu diesem Irrenhaufen. Wir wollen jetzt... Ich guck mal dahin. Du machst dann den hier. Und wir gucken, ob wir mit dem Schlüssel, der ja ein für die rote Tür ist, auch hier rein können. Nö. Und auch nicht mit dem Schädel. Dem Kristallkopf da. Kommen wir mit dem Kristallkopf vielleicht da hinten rein? Wenn nicht, teleportieren wir uns wieder in den Kontrollraum und springen von da einfach runter. So. Den anderen haben wir schon? Ja. Die ignorieren wir. Die ganzen Gegner, das muss nicht sein. Ich sehe da... Seht ihr das auch? Genau da, wo der Cursor jetzt ist. Wenn ich den Cursor nach rechts drehe, sind da plötzlich Sachen drauf. Wenn ich ja wieder näher rangehe, ist da nichts mehr. Du... Sprung. Dich aus, wie immer du den Schädel hast. Und Tür ist immer verschlossen. Nee, okay. Also wir müssen jetzt durch die Haupttür rein. Dazu springen wir zurück nach da. Springen runter, schreien. Und laufen einen endlos langen Gang lang. Aber gut, wenigstens kommt es jetzt mal weiter. Ich habe echt gedacht, das liegt irgendwie an den Knöpfen da oben an den dreien. Aber die können wir wahrscheinlich echt nur benutzen, wenn wir die entsprechenden Codes haben. Wovon wir jetzt ja schon einen haben. Den anscheinend eigentlich schwierigsten. Das ist eine komische Reihenfolge, aber na gut. Also wir haben die Information vom Captain, aber wir haben nicht den, der die Rohre überprüft und mal aus dem Fenster guckt. Hier in der Richtung. Müsste am schnellsten sein. Fackellicht hatten wir schon angemacht, ne? Ja, 14 Stunden. Das reicht wohl. Da. Pompöser Eingang. Gegner? Ja, viele Gegner. Viele Schrapnelle. Wow. Du. Einmal um die Ecke, bitte. Danke. Du. Teiltes Leben. Und zurück. Töten, töten, töten. Immer schön einzeln rauspicken. Nicht zu lange stehen bleiben, wie eben gerade zum Beispiel. Wo bist du hin? Egal. Nehme dich. Sehr gut. Eingang gesichert. Aber doch ganz schön haarig. Ich hätte mir halt gedacht, ich stelle mich einfach ein und mache ein paar Schrapnelle und das war's. Aber wir waren wohl zu weit drin und hinter uns konnten sie dann auch welche hinstellen und alle im Kreis auf uns raufschießen. Was nicht ganz so toll ist. So, du machst jetzt noch ein Leuchtfeuer. Und zwar diesmal... Na komm, Burg Albion fürs Überschreiben. Und jetzt hier irgendwo nochmal kurz ein Nickerchen. Das muss extrem komisch sein. Wir sind in der Drachenwüste, wo überall Drachen sind, in eine Pyramide gegangen. Unterirdisch. Finden unterirdisch in der Pyramide noch eine Pyramide, wo Aliens mit Laserwaffen auf uns schießen. Und da halten wir direkt vor den Haupttoren ein Nickerchen. Okay.
Das ist eher abgebrühte Jungs und Mädels hier.